Dankeschön, meine Damen und Herren. Eines der großen Probleme beim Investieren ist ja die Risikokalkulation. Speziell wir Deutschen haben ja so eine Tendenz zur Panik. Wir können Risiken nicht korrekt einschätzen. Beispiel, eine der großen deutschen Ängste, die Angst vor islamistischen Terroranschlägen. Vielleicht hilft uns so eine einfache Statistik ein bisschen weiter. Anzahl in den letzten 10 Jahren in Deutschland durch islamistischen Terror ums Leben gekommenen Personen, circa null. Eine Anzahl der im gleichen Zeitraum im Straßenverkehr getöteten Menschen, circa 40.000 bis 50.000. Ich glaube, da muss sich Al-Qaida auch mal die Frage gefallen lassen, ob sie wirklich das Gefühl haben, dass ihre Strategie aufgeht. Nee, mal ganz realistisch, wenn es Ihnen wirklich darum geht, möglichst in absoluten Zahlen, möglichst viele Ungläubige vom Leben in den Tod zu befördern, dann ist es vielleicht sehr viel sinnvoller, einfach in ADAC einzutreten, freie Fahrt für freie Bürger zu fordern. Kommt mal schneller zum Schuss, was das Paradies angeht. Ja? Wir sind nicht gut, wenn es um die Einschätzung von Risiken geht. Wilde Tiere zum Beispiel flippen uns aus. Ja? Also so Schlagzeilen, Wölfe in der Lausitz. Ne, weil wir sehen so eine Schlagzeile und irgendwo tief im Innern unseres Reptilienhirns denken wir, oh mein Gott, Wölfe in der Lausitz, Hilfe, mein Schaf. Ne, keiner von uns hat ein verdammtes Schaf, ja, aber das ist so der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, oh mein Gott, Wölfe in der Lausitz, wo zum Teufel ist die Lausitz? Ne, ich gebe Ihnen mal ein paar wilde Tiere zur Auswahl. Sie sagen mir bitte, welches Tier das gefährlichste ist. Die Tiere in der Auswahl sind Wolf, Bär, Hai, Reh, Schlange, Skorpion. Welches Tier ist das gefährlichste? Das Reh. Reh ist völlig richtig. Ja? Rehe töten 7-mal so viele Menschen wie alle anderen wilden Tiere zusammen. Ne, es gibt eine wachsende Anzahl von Taliban-Bambis, die sich ohne Rücksicht auf Verluste vor ihr Auto knallen, sie gemeinsam ins Paradies befördern. Ja? Taliban-Bambis töten übrigens auch sehr viel mehr Menschen als Taliban selbst. Und das stelle ich mir auch kritisch vor. Stellen Sie sich mal vor, wo sind Taliban? Sie haben endlich ihren Selbstmordanschlag hinter sich gebracht. Sie kommen im Paradies an, sie wollen sich ihre lang ersehnte Belohnung abholen. Wer ist schon bei den ganzen Jungfrauen durch? Der verdammte Rehbock. Das killt doch die Motivation. Ja? Oder ein anderes Beispiel, dass wir schlecht sind in Risikokalkulation. Ich gebe Ihnen mal 3 weltweite Zahlen von Menschen, die gewaltsam ums Leben gekommen sind und 3 dazugehörige Todesarten. Und Sie sagen mir bitte, welche Zahl zu welcher Todesart gehört. Das sind weltweite Zahlen aus dem Jahr 2006. Die sind aber in etwa jedes Jahr gleich. So, die Zahlen sind 300.000, 500.000, 800.000 und die Todesarten sind Mord, Krieg oder Selbstmord. So, 300.000. Wodurch sind die ums Leben gekommen? Was meinen Sie? Was? Selbstmord ist falsch, Mord ist auch falsch, bleibt noch Krieg. 300.000 im Krieg sind zu viele, aber im Krieg. 500.000? Mord ist richtig, 800.000 Selbstmord. Und das ist das Irre. Sie selbst sind ihr größter Feind. Ja, ein Spaziergang durch Bagdad ist wesentlich sicherer als ein Abend allein daheim. So ist es auch. Aber auch Banken haben ja Schwierigkeiten, was Risikokalkulation angeht. Ja? Deshalb besitzen wir Deutschen jetzt einige Banken mehr, als wir eigentlich haben wollten. Die Hypo Real Estate zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Bank, bei der eigentlich andauernd Wunder passieren. Ne? Vor 2 Jahren passierte das Wunder, dass von einem Tag auf den anderen 50 Milliarden Euro spurlos verschwunden waren. Und ich frage mich, wie fällt eigentlich in der Bank auf, dass 50 Milliarden weg sind? Ne? Gehen die so durch die Gänge und der eine sagt zum anderen, du Hermann, hier waren doch eben noch 50 Milliarden, wo sind die hin? Und dann stellt sich regelmäßig raus, das Geld ist überhaupt nicht weg. Das war nie da. Die haben immer bloß gedacht, dass das Geld da ist. Und das finde ich kritisch. Ja, Alphonse, wenn Sie denken, dass irgendwo was da ist, was nicht da ist, dann nennt man das eine Psychose. Wissen Sie, wie man das in der Bank nennt? Eine Wertberichtigung. Das ist das knuffig. Aber das viel größere Wunder passierte vor einem Jahr oder gut 1,5 Jahren. Da waren auf einmal von einem Tag auf den anderen 55 Milliarden Euro, puff, wieder da. Ne, und ich finde, das zeigt, dass die Integration von Behinderten in Deutschland schon sehr weit fortgeschritten ist. Ja, sie finden vielleicht relativ schweren Job als Legastheniker, aber mit so einer ausgeprägten Plus-Minus-Schwäche nimmt die Hypo Real Estate sie mit Handkurs. Und das allererste, auch zu dem Zeitpunkt, als das Geld auf einmal weg war, schütteten die Banker sich am Jahresende immer noch Boni aus, in Höhe von
25 Millionen Euro. Und da kriegten alle schlechte Laune. Sogar die Kanzlerin fragte mal, wieso denn das jetzt? Und da haben die Banker von der Hyp Real Estate etwas sehr Erstaunliches gesagt. Die haben gesagt, wir müssen die Boni ausschütten, um die fähigen Mitarbeiter nicht zu verlieren. Aber ich dachte, vielleicht kann man die fähigen Mitarbeiter auch einfach ersetzen durch einen Computer. So ein Computer, klar, investiert nach langweiligen Algorithmen, hat aber im Vergleich mit einem fähigen Mitarbeiter den unschätzbaren Vorteil, wenn der Computer mal zu viel Unsinn baut, hängt er sich ganz von alleine auf. Ich freue mich, dass auch im Saarland ein erhebliches Gewaltbewusstsein vorhanden ist. Aber Banken sind ja ein bisschen auch selber schuld, weil die so ein Geschäftsmodell haben, was nicht wirklich nachvollziehbar ist. Ich meine, man ist doch heutzutage in der Lage, innerhalb von 8 Stunden von Frankfurt nach New York zu fliegen, aber eine Überweisung von Saarbrücken nach St. Ingbert dauert 3 Tage. Wie machen die das? Ich persönlich vermute, die züchten so Rennschnecken, denen sie kleine Geldrucksäcke umschnallen. Ne? Husch nach St. Ingbert, Leo! Ja, husch, du schaffst das! Zisch ab! Ne, oder noch eine Sache, die mir nicht wirklich einleuchtet. Ich war neulich auf der Bank, sollte auf der Rückseite eines Schecks unterschreiben. Da geben die mir sage und schreibe einen Kugelschreiber, der an so einer Kette hängt, an deren anderen Ende was ganz Schweres befestigt ist. Und dachte ich, Moment mal, hier stimmt was nicht mit der Vertrauensbasis. Ja, die Bank erwartet doch, dass ich ihr frohen Herzens all mein Geld gebe, damit ihre fähigen Mitarbeiter damit nach Herzenslust zocken können. Im Gegenzug vermutet die Bank allerdings, dass ich nur vorbeigekommen bin, um nur Kulis zu klauen. Gibt's doch nicht!